Das ist immer so geil, ne? Dann hat die auch mal angetan, die Love Cam ist mir aufgefallen. Ein bisschen ja. Oh, hier liegt ein Boltok. Eigentlich sind die Dinger immer sehr gut, die Boltoks, nur in dem Teil nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber hier ist der nicht so zu gebrauchen. Bei Gears 4 schon eher bei Horde. $3. Oder auch im Multiplayer-Modus natürlich. Tauch in Oha! dein Loch. Aber hier knallt der. Ich finde, hier knallt der geiler. Ja, der Weil klingt ich. natürlich besser. Die Sounds ist mir aufgefallen. Bei Gears 4 sind anders als bei der Ultimate Edition. Der Pascha hört sich bei Gears 4 geiler an als in der Ultimate Edition, wenn er mit dem schießt. Oh. Pass auf, hier ist irgendwo einer. Da ist noch einer. Der hat Yamabiss. Fleischwurst, lass mich mal durch hier. Der hat Yamabiss. Ja. Ja zur Hölle! Schnell! Moni? Wo ist der? Danke fürs Ich Gespräch. hab den Freier da hinten geholt. Der eine Troika. Markus, rechte Seite! Deswegen war ich auch so Markus, ding. rechte Seite! Konzentriert. Du brauchst nicht rechts gehen, du kannst auch geradeaus durchlaufen, ne? Wie hast du die Ich hab Kriecher? den vorher mal eine Troika gezogen. Und ich will den 100, ich will den ernst gemeint Erfolg holen, deswegen. Da muss ich ja die ganzen Kills hier machen. Oha. Der Junge, der gibt Gas, ist mir aufgefallen. Wir wollen den Das ist Gottfried die da Harald machen. Schmidt Show. Irgendwo ist hier wohl ein Bock mit dem Lancer. Ich hab keinen Bock, eine neue Frisur zu Das ist kriegen, der das ist letzte der. Bulle. Der Triple H. Der Oliver Spritze. Ja, der kommt bei Gears 4. Das stimmt. Da kommt er. Da hörst du den. Oder hört ihr den natürlich? Ja, stimmt, ja. Weil die Anja hab ich euch ja schon ausführlich präsentiert. Geht da was doch regional? Mit der Anja weiß ich nicht. Nee, nee, hier aber mir meine fallen ich. Da gerade. Mir fällt ja zumindest ein Name ein, da wo was regional gehen könnte. Also auf Deutschland regional jetzt bezogen, nicht aufs Ruhrgebiet. Da kenne ich einen Namen, da würde was regional gehen. Da reicht. Vielleicht müsste ich mir nur die Pelle dafür abmachen, aber dann wird da was regional gehen. Mein Gott, ist die Simone eine dreckige Hure. Also ich habe ja schon mal gehört, das gibt auch welche, die sind natürlich nicht blechgeil okay. und auch nicht geldgeil. Okay. Aber bei denen reicht dann nur mal wieder ein Macho-Spruch. Das ist schön für die, aber dafür sehen die auch aus, als ob ein LKW die mal umsonst mitgenommen hätte für zwei Haltestellen. Das kann natürlich sein. Das Vielleicht kann war das so ein Schleuser. Das kann ja natürlich sein. Das kann nicht nur sein, das ist leider sogar so. Da war der Lastkraftwagenfahrer von, von den New Kids. New K weiß noch, als du gesagt hast, Lastkraftwagenreude, wo wir uns wegschmeißen mussten. Das war geil. Das war doch, ich glaube, da war eine Horde-Aufnahme oder so. Das kann sein. Ich weiß das nicht mehr. Nee, ich glaube, das war. Ja. Nee, ich meine, das war bei der dem Trauerspiel, was wir hier vorher hatten. Gebäude. Voller Geschichte. Nee, ich meine, das war bei Gears 4. Da habe ich das gesagt. Ich meine, da habe ich ja die. Ich weiß alles nicht bei der Zivilisten, Anja. Ich meine, bei der. Nee, bei der E-Day habe ich das nicht gesagt. Sir. Das muss bei der Dings gewesen sein. Bei der Zivilisten, Anja. Oha. Visiert die Troikas an. Oh. Da hat er die Zwiebel mit Verpackung aufgesägt. Dreck. Und warum steht er? Jo, da waren die scheiß Nemesis-Dinger. Da hat der Typ nicht drauf geachtet. Muss aufpassen, der Oliver Stritzel. Den habe ich als Dings.
ja, als Dual-Partner eingeladen. Er kommt gleich nach mir, okay. Damit wir die Webcam anmachen. Ach so. Weil er bringt mir nicht Glück. Ich habe gehört, der ist auch öfters böse, anstatt sauer. Ja. Und der sagt dann aber, ha, genau mein Ding. Dann zeigt er dir so ein Foto von der Anja in Reizunterwäsche. Mhm. Hab ich dir zeigen. Verstanden. Sind jetzt im Abholbereich. Haben Sichtkontakt. Nix wie raus hier. Mann, in den Dingern wird mir immer kotzübel. Dann sitzt du wohl besser neben Markus. Komm zu Papa! Ja, große Umarmung. Wo ist Rojas? Tag der Ankunft. Locust! Von der Seite. Die Rahmsoße ist incoming. Ich freue mich über unseren Fortschritt. Sie haben wohl einen weiteren Trupp gefunden. Wir bleiben unserer Strategie treu. Schneidet man der Schlange den Kopf ab, stirbt sie. Wir werden siegen. Nur eine Frage der Zeit. Nein, wir suchen Alpha und den Resonator. Kommt schon! Zentrale. Hier Private Phoenix. Lieutenant Kim ist tot. Wir sind jetzt in der Grabkammer und müssen hier wieder rausfinden. Wiederholen, Alpha. Kim ist tot? Positiv, Zentrale. Gefallen. Roger. Auf der anderen Seite des Gebäudes ist ein Hof. Das ist eure beste Chance. Verstanden. Hier bleiben können wir auf keinen Fall. Bert. Richtig, du Arsch. Die Frage ist, wer bist du? Scheiße. Ruhe, nicht bewegen. Was war das? Eine Berserkerin. Sie kann uns hören. Sie kann uns riechen. Wir sind am Ende! Kurz!
Zentrale, hier Delta. Es ist eine Berserkerin in der Nähe. Bitte um Rat. Nicht schießen, Delta. Normale Waffen sind wirkungslos. Hast du noch den Hammer der Morgenröte? Positiv, Zentrale. Die Satelliten sind nur wenige Minuten verfügbar. Bringt sie nach draußen und setzt den Hammer ein. Er ist eure einzige Chance. Wilco, Delta Ende. Okay. Passt auf, Jungs. Wir wollen euch helfen. Und das werden wir auch tun. Ja, war die geile Säuferstimme. Weißt du, was lustig ist? Nee. Da stand doch unten, da stand doch dieses Ashes, also Asche, und dann steht da drunter China Shop. Angeblich wärst du hier im China Shop drin, ne? Aber der sagt doch, wir sind hier in der Grabstätte. Das habe ich jetzt auch wieder nicht gescheckt. Ich weiß ja nicht, die sind alle bekifft. Was hast du vor? Und das, was ich auch lustig finde, ist, man hat da ja in dem Video gesehen, die Berserkerin hat sehr wohl Augen. Eigentlich müsste die sehen können. Aber die kann uns nur riechen und hören. Wahrscheinlich blind. Oder so schlecht die Augen, dass die da gar nichts sehen oder schwierig was sehen würde durch Ü-Eier. Ist also. Kontordrohne in der Luft, die sind blind. Der Max, ne, der Rahm, der hat auch die Kanasterwaffe gehabt, das habe ich gesehen. Der hat nicht nur das Messer gehabt, der hat auch die Kanasterwaffe noch dabei gehabt. Meins hatte doch die Zwirnwaffe? Ne, das Problem ist, die Zwirnwaffe, die hat am Ende, der Colonel Senil hat die am Ende. Aber die ist ganz versteckt, da musst du echt gut drauf achten. In einer so einer Videoszene kannst du die ganz kurz mal sehen. Okay. Ganz gefährlich, ich bin da irgendwo hängen geblieben an der Textur. Ich hatte das Glück, ich hatte ja das omnitionale Abrollen aktiviert, deswegen konnte ich da ganz gut durchflutschen. Da war das gut, ich bin da irgendwo hängen geblieben, da war das Traurige. Machen wir gleich wieder den Trick mit der Granate? Der kommt. Hast du Granaten? Ja. Okay. Ja, ich hab 4 Stück, hör mal. Ich hab immer voll. Ist der Bienen? Hä? Der ist verwirrt. Der wollte seine Rente abholen. Karl hat die Tür aber aufgemacht. Ja. Da war das omnitionale Abrollen. Das musst du dir in der Aufnahme angucken. Was ich Glück gehabt habe, ne, der ist an mir vorbeigerannt. Ich hing da an der Wand fest. Ich konnte nicht weg. Der ist genau an mir vorbeigerannt. Der hätte mich voll mitgenommen eigentlich. Ich sehe den hier, der ist bei mir hier auf der Seite. Okay. Ich bin down. Boah! Jetzt können wir raus. Wollen wir die über, ja? Wer soll denn eine Granate checken? Du oder ich? Ich hab die Morgenröte. Ja, du, ich muss das machen, weil du hast die Hammer der Morgenröte. Also gut. Dom, lass den Hammer kreisen. Was für Experten. Also eigentlich können wir uns jetzt die Berserker-Killer nennen. Alles klar. Eigentlich ja, das ist ein Tutorial. Zentrale, hier Delta. Bitte kommen. Ich höre dich, Markus. Colonel Hoffmann will dich sprechen. Berichten Sie. Wir sind bei Alpha und haben den Resonator. Ah, sehr gut. Auf Weisung warten. Seid ihr wohl auf? Wir müssen hier raus. Es wird bald dunkel. Und? Delta, wir haben jetzt ein Sekundärziel. Sie werden den Resonator in der Lithia-Emulsionsfabrik westlich von Ihnen einsetzen. Sie tragen die Verantwortung, Sergeant Phoenix. Ab sofort. Sergeant? Verstanden. Die Raven können kommen. Negativ. Das Gebiet ist zu gefährlich. Sie müssen sich etwas überlegen. Hoffmann out. Verstanden. Typisch, nicht die Schlauen werden befördert, nein, stattdessen die Vollidioten. Sollen wir das zur Fabrik tragen, oder was? Nee, scheiß drauf. Ich hab ne Idee. Ach ja? Was denn, du Schlauer? Das reicht. Auf geht's. Hammer der Morgenröte.
Ein Plan? Welcher Plan? Du hast keinen Plan. Du erzählst nur Scheiße. Ein Plan. Wart's einfach ab, Arschloch. Auf geht's. Leiser. Ich lebe noch, keine Angst. Ich habe schon gedacht, du hast den Brecker und Sprüher gemacht. Nee. Wie viel hast du? Fast 16. Ja, okay, so wie ich. Zentrale sind vor der Grabkammer. Die Emulsionsfabrik liegt direkt vor 15. Aber seid vorsichtig. Es nähern sich feindliche Einheiten. Und sie kennen eure Position. Verstanden. David? Super, super, duper. Das ist der super, duper Markt. David? Ich nehme links. Mir ist egal. Ja. Hier ist für die Fans. Boah, das Legendäre, das wird sich in der Aufnahme wieder richtig geil anhören bei deinem Mikro. Aber das ist ja hinter dir, das ist das Problem, ne? Nein, nein, oder, das ist vor mir. Oder konntest du das sehen? Das ist vor mir. Ich bin der Schmerzbringer. Hab ich auch in Richtung Mikrofon gehalten. Das hätte ich erst gegeben. Aber wir wissen ja, ne? Gut. Was? Och, ne. Nicht wieder die Stelle. Die arme Ratte muss gleich dran glauben. Verstanden. In 4K. Über die Xbox One S natürlich. Der PlayStation Pro. PlayStation 3 Pro. Oha. Nein, PlayStation 1 Pro. Das sind zwei. 20 Jahre Anniversary. Moped. Die Firewings sind eliminiert. Ja. Ja, fast. Wie vielleicht Fleischwurst. Sie hat aber ganz gut leuchtende Augen, so er leuchtet hier. Jetzt kommt die geile Stelle. Völlige Scheiße. Glaubst du, ich mach bitte? Ich glaube, du bist scheiß verrückt. Das glaube ich. Oh, ist das nicht süß? Wie zwei Arschlöcher bei ihrem ersten Date. Die Fleischwurst. Das ist so geil, die Lache. Die Fleischwurst hat den Moonwalk gemacht. Die hat den Moonwalk bei mir gemacht. Echt? Michael Jackson ist nicht tot. Da vor mir läuft er. Nur mit ein paar Muskeln mehr. Ja, und natürlich noch die alte Version, die schwarze Version. Ja gut, stimmt. Das war der Billie Jean Typ. Oder der Bad Typ und was der da alles noch gemacht hat. Der Billie Jean Typ, das ist so geil. Das ist genauso geil wie der Agnes Typ. Der Billie Jean Typ. Ich weiß, ein ehemaliger Schulkollege, der hat immer billige Jeans dazu gesagt. Ich weiß nicht, wie der darauf kam. Das würde ich gerne wissen. Der Pascha ist runtergefallen, aber ich glaube, der liegt auf deiner Zaunseite. Nee, das müsste also bei dir sein. Ich bin unser Zaungast für heute. Der müsste bei dir sein. Jo, da liegt bei mir. Dann hat es so richtig geil, ist dann über den Boden gerollt. Gib das Ding her, der Pascha. Dann rollt er aber nicht mehr so geil über den Bein ab. Nee, leider nicht. Oha. Da war gefährlich, der hatte. Formieren! Der hat den Lancer, der Typ. Der wollte immer. Ich mach mal den Breaker und Sprüher, würde ich sagen. Ja, den mach ich dann jetzt auch.